angekommen. Diese wunderschöne Lok mit dem Motiv der Alpen Europas habe ich bekommen. Ihr werdet sie dann in einem anderen Video später dann noch näher sehen können. Toll finde ich jetzt bei Rocco, weil das ist jetzt meine erste Lok von Rocco und überhaupt von Rocco alles. Da gibt es sehr viele Kleinteile mit einer Beschreibung, auch wo die Dinge, diese Teile hingehören. Man kann dann eben selber die kleine, also die Lok noch verbessern und detailgetreuer machen. So auch beim Güterbahn-Waggon-Set, was ich da bestellt habe, ist auch so Sachen, die eigentlich abbrechen könnten, sind extra, die kann man dann eben selber hinzufügen und man bekommt auch eine Anleitung dazu, wie das gehört. So, das finde ich wirklich toll von der Firma Rocco, dass sie das so machen. Kommen ist natürlich jetzt auch eben der Decoder für die Weichenschaltung, die digitale Weichenschaltung, und wie ihr vielleicht im Hintergrund sehen könnt, auch die ganzen Gleise, die wir brauchen. Was auch gekommen ist, was ich erzählen möchte jetzt, ist eben von noch dieser Trassenaussatz Karlsberg. Den werden wir bauen, das werde ich euch filmen. Für mich ist das komplett das erste Mal, dass ich sowas mache. Und ich habe es selber jetzt gekauft, wobei ich sagen möchte, einen Dank an die Frau Kroch von der Firma Tinas Modelleisenbahn. Der Shop geht unter tina-modelleisenbahn.at. Sie hat mir eben auf alles Prozente gegeben, damit ich preislich nicht so hoch hatte, weil es war doch einiges, was ich jetzt bestellt habe und was sehr teuer war. Und da bin ich froh, dass die Frau Kroch mir da entgegengekommen ist. Möchte da jetzt wirklich ein bisschen Werbung für sie machen, weil sie mir eben da wirklich einige Prozent gegeben hat. Wir werden eben diesen, was haben wir rum, diesen Bausatz da aufbauen. Da könnt ihr dann die Ergebnisse bzw. auch wie ich das aufbaue sehen. Wie geht man als Laie, so wie ich es bin, eben damit um? Ist es leicht, ist es nicht so leicht, ist es schwer? Das werdet ihr alles dann auf Videos sehen, die ich euch machen werde, weil ich vielleicht einmal als Laie auch zeigen möchte, geht das überhaupt, dass man sowas nachbauen kann. Aber ja, ihr werdet es dann in den zukünftigen Videos sehen. Was ich noch gekauft habe, das war auch dieses Gleisbett von Woodland. Bin auch gespannt, wie das haltet und wie gut es ist. So auf Videos habe ich gesehen, dass die Eisenbahn, Modellbahn, Bauer recht zufrieden damit sind. Ich werde auch das verwenden als Unterbau für den Gleisbau und das könnt ihr dann auch sehen, wie das ausschauen wird und wie das funktioniert. Also ihr seht, es steht jetzt viel Arbeit von mir und ich werde das alles eben für euch filmen, damit ihr das sehen könnt, auch vielleicht Erfahrungen sammeln könnt, falls ihr selber das noch nicht gemacht habt und sehen könnt, ob man auch als Laie eben sowas eigentlich zusammenbringt, was ich schon glaube und nicht so schwer sein wird. Aber so einmal ein kurzes Video darüber, was heute alles angekommen ist.